Und wieder hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Sims 4 und ja, Timo schläft, das Tentakelmonster, das ihr leider nur bei YouTube betrachten könnt, weil ich da um eine Minute überzogen habe, konnte ich das nicht bei FeedMe hochladen und somit auch dieses wird dann zuerst bei YouTube hochgeladen, dann bei FeedMe, weil FeedMe auch noch die Volumenbegrenzung hat, also Datenvolumenmenge. Und ist das dann einfacher für mich, das erst YouTube hochzuladen, dann von YouTube das an Vidme zu checken. Vidme saugt sich das dann, ja, weil dann ist das in der richtigen Größe schon. Ja, alles klar, das kriegt Vidme nicht hin, die Daten gleich von sich aus runter zu komprimieren. Schade. Also gut, ich mache mir den Turbo an, damit wir schnell wieder Timo am Start haben. Okay, schwimmen die Handy rum. Handy ist echt ein Fluch, oder? Okay, das ist erfreulich. Zieht mich aber jetzt gar nicht. So. Und wollen wir jetzt mal ausschlafen? Was für einen Tag haben wir denn? Zweiter Tag. Zwei Tage bist du noch unterwegs. Also da haben wir noch ein bisschen Luft. Ja, unverantwortlich ist er noch. Da müssen wir noch dran arbeiten. Müssen wir irgendwie noch ein besseres Bett besorgen, das mehr Erholungspunkte bietet. Ui, schon wieder 1 Uhr, Mann. So, ich hoffe, dass diese... Das ist ja die Folge wenigstens. Ich muss sehen, dass ich unter 30 Minuten bleibe. Dass ich das dann auch bei FeedMe hochladen könnt und damit ihr das noch sehen könnt. So. Ja, bei FeedMe auch, ja. So. Nun, ja, was haben wir denn noch? Oh ja, was haben wir denn noch? Was für Themen? Achso, was natürlich sein wird, ich lade das hier bei YouTube hoch, aber das schalte ich bei YouTube ja noch nicht gleich frei. Das wird bei FeedMe wohl zuerst erscheinen, diese Folge, obwohl die andere Folge leider nicht zu sehen ist. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal genug Abonnenten habe, um dann eben halt Premium freigeschaltet zu bekommen. So, ich sollte erst denken und dann sprechen wir vielleicht einfach besser. So, was ich mir von das Schwarze Auge mir das neue Regelwerk gegönnt und passend dazu ein paar Heldenbögen. Das liegt noch so eingepackt auf dem Tisch. Vielleicht mache ich da mal so ein kleines Unboxing. Unboxing heißt das ja. Video dazu. Muss ich mal überlegen, weil es ist auch nicht viel Inhalt. Es ist halt nur das Regelbuch. Es gibt leider nicht mehr diese schönen Starterkartons, wie es bei 4 noch war. Mhm. Da ist auch kein Heldenbogen drin oder so. Das ist natürlich ein abgedrucktes im Buch. Aber das kann man schwer beschreiben. Das ist auch viel zu klein, weil ich ja auch nicht den Hardcover genommen habe. Ich habe nur das Taschenbuch, die Taschenbuchvariante genommen. So. Ja. Es ist sehr klein gedruckt, muss ich sagen. muss ich mir die Brille aufsetzen. Und die Brille ist eher suboptimal, sondern eine Euro-Brille. Ja, meine richtige Brille ist noch in der Arbeit. Das ist meine erste Brille. Ich habe noch keine Brille gebraucht. Bis dato. Bis vor kurzem halt. Ich glaube, das habe ich irgendwo in irgendeinem Video schon erzählt, dass dann plötzlich meine Sehleistung extrem nachgelassen hat. Dass ich nicht mal mehr in der Lage war, die Telefonnummer von meinem Handy abzulesen. Naja, jetzt mit meinem neuen Handy geht das jetzt schon, weil das ist ein 6 Zoll Display. Da kann man es gut ablesen. Aber Huawei, das vorige Handy von mir, war ein Huawei. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Huawei das war. Naja, der hatte auch viel zu wenig Speicher. Der hatte, glaube ich, 16 Gigabyte. Oder hat doch nur 8 gehabt. Ich glaube, er hat doch nur 8 gehabt und 7 oder so für das Betriebssystem, für sein eigenes Betriebssystem schon gebraucht. Das war echt kacke. Da konntest du zwei Apps draufladen und war das. Und dann werbte das Gerät
eben halt gute Spielperformance zu haben, also das nutzt ja gar nichts, du kannst ja gar nicht drauf installieren. Kannst gut, klar, du kannst die Daten rüber schaufeln auf die SD-Karte, aber es geht eben auch nicht mit jedem App. Und bei jedem Update meckert er rum, hat zu wenig Speicher, weil dann will das Spiel wieder auf den Hauptspeicher tun und tut es nicht selbstständig auf der SD-Karte. Das war echt ätzend. Das war nichts. Das war nichts. Deswegen habe ich mir dann so ein China-Gerät geholt. Hier, wie heißt das? Doji oder so wird es ausgesprochen, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Huch, was, die Taste wollte ich nicht gedrückt haben. Nein, mach zu. Leck mich. So ein Penner. Siehst du, die Tastatur, die ist. Die Tasten sind so hoch. Das ist so eine Gaming-Tastatur und die Tasten sind so groß und hoch. Und naja, das beim Schreiben kann man nicht daneben klicken, aber man klickt auch einfach drauf, wenn man nach irgendwas greift, was daneben liegt. Ah. Gut. Ja, so. Was haben wir denn noch? Ja, die Bundestagswahl haben wir hinter uns gebracht. War eher ein suboptimales Ergebnis. Ja. Puh. Ich möchte mich eigentlich nicht so politisch unbedingt platzieren, aber ich mache was. Ach, was euch kann ich ja ruhig sagen, ne? Oder? Hm. Ja. Also ich hab mir gewünscht, wenn das die Piraten wieder reingeschafft hätten oder überhaupt reingeschafft. Haben sie es letzte Wahl reingeschafft? Ich meine schon, mit ein paar Sitzen haben sie es, glaube ich, reingeschafft, oder? Bin mir nicht sicher. Müsste ich nochmal genauer nachforschen. Hm. Aber ist auch klar, dass die Piraten das nicht reinschaffen. Erstmal viel zu wenig Werbung. In meiner Region hatten sie keinen Kandidaten aufgestellt. Ich konnte also nur die Zweitstimme abgeben für die Partei, aber keine Person von denen benennen. Ich musste mir da was anderes raussuchen. Und ja, und jetzt kommt jetzt die Niedersachsenwahl, die folgt direkt drauf und wieder keine Plakate von denen. Und ich weiß nicht, oder glaube, diesmal haben sie Kandidaten aufgestellt, aber das ist so das darf man nicht machen. Das ist so. Wie nennt man das? Das ist einfach eigentlich ein bisschen dumm einfach. Naja, gut. Wenn das Budget nicht reicht, kann man natürlich nur mäßig Werbung machen, aber müssen sie halt die Mitglieder anhalten. Wenn jeder Mitglied 10 Zettel sich ausdruckt oder kopiert und die dann irgendwo an einem Baum heftet oder klebt oder was auch immer. Oder an öffentlichen Fensterscheiben oder so. Oh. Oh oh. Da ist schon wieder jemand da. Hallöchen. Da ist er ja schon wieder. Hä? Versuch wieder mit ihm zu reden. Oh, ich komme die Mutter schon. Kann sie vielleicht machen? Oh, also sprühen. Okay, sprühe sie mal ein. Mach doch mal. Ne? Also die KI ist echt ein bisschen grottendoof. So, macht ihr was oder tut sie nichts? Sie macht nichts. Okay. Ich glaube, sie verarscht ihn gerade, oder? Jikla O'Dree. Hello, Yam. Nopsa. Bin in Waxolanu. In a Pulgar. Oh, Joghurt. Smishy Lafana. Flanibi. Lass sie labern, die Alte. You threw a ship down. Du bist cool. Polyphe Shorza. Fliegen Schmetterlinge durch die Wohnung? Was ist da los? Hä, komm ich mit Joghurt hier hingelaufen? Gushan. In a room. War? Das ist Essen. Der ist einfach an Ort und Stelle. Ah, oh, Computer ist kaputt. Ich erlaube ihr mal, den Computer zu reparieren, ja? Reparieren, so. So, gehen wir wieder auf ihn. So, was hat er denn jetzt noch für Probleme? Was hat er für Probleme? Angst vor Monstern. Mhm. Das
dauert noch ein bisschen an. Was für unheimliche Geräusche ist der im Bett? Mhm. Ein Monster unter Bett. Da können wir wenig gegen tun. Wie sieht es mit den Hausaufgaben aus? Die Hausaufgaben hat er erledigt, ne? Ja, wir haben nicht mit dem Weltplatz, das passt nicht. Was ist damit? Oh, spiel doch hier ein bisschen mit. Ah, nein, falsche Tasse. Nee, Tasse. Das ist eine völlige getan. Oh. Oh Gott. Das ist wieder wie getan. Wir haben doch eine Personal eingestellt zum Reinigen. Ein Telefon, ne? SMS schicken. Ich einladen. Nein, ich brauche hier Personal. Service. Ich glaube, Service. Wie drin? Vom Schlaf gehst. So, Haushaltshilfe. Regelmäßige Haushaltshilfe. Genau. Zack. Alles klar. Alles klar, schauen wir wieder auf den Bingo. Ah. Hm. Den aufräumen so. Pack mal weg den Scheißroboter. Er ist ja ausgeschlafen. Und wäsch das auch ab. Herrlich. Mhm. Haben wir noch Angst vor Monster? Der Biber Benoit? Ja, haben wir noch Angst. Hm. Ah! Wabi! Hallo! Hast du unbedingt was, oder? Was ist denn? So. Schreien wir mal. Da lernt er wieder ein bisschen viel besser. So. Ja, lass das Monster da unten am Bett sein. Glücklich. Schön. Wieder zur Schule. Zwei Tagen erst wieder. So, Toilette muss haben wir. Okay. Hier. Achso, übrigens, ich hatte tatsächlich einen Antrag ja auch gestellt bei den Piraten. Mitgliedschaft, aber irgendwie haben sie schon 3 Wochen gebraucht, um überhaupt auf meinen Antrag zu reagieren. Das war dann jetzt die Bundeszentrale. Und ja, die haben ihm halt mir darauf hingewiesen, dass es jetzt der Regionalabteilung übergeben wurde. Ja. Mhm. So. Aha. Ist unterwegs. Ah, kann ich gleich lernen. So. Toilette. Oder noch was ist sein Inventar, was er aufessen muss? Ne. Dann kann er schnell noch was essen. Schnelle Mahlzeit. Geburt. Okay. So, man kann auch nicht, ne? Hände waschen, Zähne putzen, nein. Okay. Aber er nimmt es immer mit, er ist das nie am Tisch oder so. Mhm. Ja, nicht viel gegessen. Tut wieder den Kühlschrank? Tut wieder den Kühlschrank. Aha. Können wir ein bisschen spielen? Okay, das ist ja auch nicht schlecht.
Ein kleiner Teddy. Oh, your destiny. Ja, mit der Mutter reden ein bisschen. Unfug. Lustiges. Freundlich. Ja, freundlich. Nur voll umarmen. Komm, ich muss sagen. Freundlich. Beste Freunde werden. Okay, machen wir beste Freunde. Immer zu. Kommt da jetzt jemand? Ne, ist noch niemand da gewesen. Aber abgezogen wurde schon. So. Hm? Das ist so gut, ne? Sabavia Bor! Zephyr! Humphuh! Lustiges! Luchi! Halb will ich nicht mehr erzählen, natürlich. Das geht immer gut. Sora Fine! Lustig! Tima! Wassenstein! Roshi! Paudian! Shisha! Maku! Gabe! I follow! Oh! Freundlich! Shivi! Kennenlernen? Freundlich. Gemeinsam ein Foto machen. Da haben sie doch gerade. See that? Want to burn all the butter? Okay. Sehr schön. So. Bebo, oh. Daruna. Okay. Please. Zemoy, Spanel Lenoy. Was ist das? Frische Matter? Frische suchen. Aha. Ist gerade am Essen. Aber wie wird er die Zeit? Kann das sein? Yes. Okay. Mal so. Ja, mal gucken. Ein Abenteuer erleben lassen. Müll suchen. Was man irgendwie Nützliches ist. Was ist das? Graben. Hopp. Machen wir schnell. Hat was gefunden? Timo hat ein weggeworfenes Spielzeug gefunden. Das kann eine Müsekiste zu Hause brauchen. Okay. Dann gehen wir da graben. Okay, machst du es wieder weg? Chaosveranstaltung. Nein, nicht. Nein, nicht. Nein, nicht. Nicht. Parvishing May. Die Royal Bleach. Ja. Was haben wir denn hier noch? Hab keine Kinder unterwegs. Nichts in seinem Alter. Schade. Was soll er als nächstes auf der Wunschliste? Zum Mensch spielen. Ja. So. Zum Wasser. Was ist das? Nö, brauche nicht. So, was ist das hier? Dann üben. Dann übst du noch ein bisschen. Oh. Hi Timo, ich bin möchte zum Spielen fragen. Ja, mach das. Ja, und Sims zum Mitreisen wir, nein. Okay. Okay.
dachte, ich wollte hinkommen. Habe ich jetzt nicht mich verguckt jetzt? Wo sind wir zu ihr hin? Auch gut. Gina! Okay. Freundlich vorstellen. Dann sehen Sie sich jetzt zum ersten Mal. Aber warum sind Sie ihn an? Sie ihn noch gar nicht kennen. Ich joi, Nieb, Tam, Naru Grimno, Puffboard, Dad. Jetzt war unsere Lügen-Erfahrung. Dem Beb so, so bad. Freundlich. Ermoi, Grumps are ja, auf Wiedersehen. Fantasieabenteuer spielen. Chamizzo. Geschichte erzählen, Fantasiegeschichte erzählen. Boya, boya, Gleno. Weebs Balco. Orsha. Okay. Wenn die Freunde sind, dauert das noch ein bisschen. Benuba, Tema, Roshi, aber sie trägt ähnliche Schuhe. No Bleem, Lenosif, Zarek. Das ist auch immer nervig, wenn die ein Update raushauen, dann ist mal sämtliche Items, die man sich aufgeladen hat, ist mal gesperrt. Machen sie wahrscheinlich auch Sicherheitsgründe, um zu vermeiden, dass das Programm gleich abstürzen wir am Anfang. Keine Ahnung. Das ist immer nervig, wenn wir starten spielen und dann müssen wir nochmal beenden, um dann noch einmal zu starten, um die installierten Items zu bestätigen. Oh. Naja, okay. So. Freundlich, was haben wir? Wollen wir genauer kennenlernen hier. Oh, freundlich. Tupferschönern. Natürlich. Hogar Una. Schau mal, was haben wir für Aktionen? Aus einer Runde entfernen, aus einer Runde entfernen, aus einer Runde auflösen. Das ist eine Runde. Wie Elder bestellen. Über Interessen reden, das ist auch interessant. Mal gucken, ob man da so interessenmäßig was macht und dann Fantasy-Abenteuer spielen. Ist das ein Fantasy-Abenteuer? Ein Pen Paper oder was ist so? Unwohl, angenehmes Gespräch. Fühlt sich nicht so toll. Gerade. Fühlt sich unwohl. Warum auch immer. Was, sie ist müde. Bebo! Zeruna! Warba Vano! Storba Azul! Freundlich. Vielleicht mal vom Herzen kommen, das Kompliment machen. So. Freundlich. Hey, na, gib es auf. Ich glaube, sie muss eine Umarmung. Brauchst du mal ein bisschen. Komm. Mibo. Guapa. Rabba. Sie geht auf Toilette. Karshi. Darf ich rein? Also hier wohnt natürlich ein ungleich schöneres Haus hier, ne? Darf er rein? Ich gehe einfach mal rein. Und Klavier. Hm. Wo ist er? Komm rein. Was benutzen darf? Vernünftig spielt. Das taugt auch noch lange, glaube ich. Das ist hier ein bisschen schwieriger gemacht als bei 2 war das noch. Man ist recht schnell, dass sie lernen, ne? Wo ist denn seine kleine Freundin jetzt hin? Wo ist sie denn jetzt? Da ist sie. Ah, klar, dann haben wir auf mit Edel. Edel ist ja fett. Oh, pardon. Was haben wir? Darf man sich einen Teller nehmen? Ja, man scheint sich ja keiner was gegen. Aber sie hat diese nichts mehr zu essen. Also sie hat schon gegessen, denke ich mal. Auch nicht schlecht, ne? The
Turbo Arena. Room. Okay, was wollen wir machen? For a Corona, Umut. Ushi Maso Naba. Und Jima. So aus vermisst ihn keiner. Ne? Supermod, was? Da mal hin, wir gespannt. Oh, wir haben die halbe Stunde gleich wieder rum. Also sollten wir jetzt so langsam sehen, dass wir nach Hause gehen. Verabschieden uns, dann geht es mal auf Toilette, ne? Was ist die Toilette oben? Freundlich. Ich will Klaviersonaten begeistern. Nee, ich wollte es verabschieden. Mehr Auswahl. Süßigkeit, Schwärmen, über Spielzeug reden, über Schule reden, Glücks reden, Interessen reden. Nein. Aktion. Nein. Kann ich nicht verabschieden? Ah, nope, sir. Kann mich nicht verabschieden. Er ist schon müde. Da kommt er. Untergetrottet. Oh. Wir müssen nach Hause. Mobsy Grosch? Buena Fuin, Quink! Ah, Moosh, Ubate! Bimbi! Weezer! Oder steht? Benuba, Frada! Waya, Nucci! Gleno! Ah, Humpuck gemein, also. Lustig, freundlich. Popkultur beziehen. Tapfer kennenlernen. Noch ein bisschen kennenlernen. So, lass mal nach Hause. Stinkt er qual vor sich hin. Dann kann ich schon wieder nach Hause, ja? Kann ich schon wieder nach Hause gehen? Was ist jetzt? Bazzi Asper! Super Jubi! Oh moi! Jabby Joe! Boy! Obelim! Ah! Bin nach Hause. Sush, Lina Low, Acho. Oh, Shui B. Margarita, Blah! Su Bao! In the house here. Surfer, Fez! And face the Torb. Ushi, Mazo, Naba. So. Tschüss. Jerome. So, und ich muss auch Tschüss sagen. Also, an dieser Stelle verschwinden durch diese Tür und hiermit endet dann auch diese Folge. Also, habt euch wohl. Bis bald. Ciao.